Guten Nachmittag. Oh, Bild berichtet, Ampel gibt Corona-Entwarnung. Trotzdem kommen bald neue Einschränkungen. Ganz offiziell, Bild-Zeitung. Ich sage Vorsicht. Und Bild sagt auch Vorsicht. Also hier die Meldung. Na, trotzdem kommen bald neue Einschränkungen. Und zwar, dieser Satz, der hat mich doch dann, im Moment, hat mich doch dann etwas. Also, schade. Naja, das ändert immer wieder. Aber hier, ab dem 1. Oktober und bis zum 7. April sollen die Länder zudem je nach Infektionslage weitere Schutzvorgaben anordnen können. Dazu zählen Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs sowie in weiteren öffentlich zugänglichen Innenräumen. Die Länder sollen selbstständig eine Testpflicht in Schulen und Kitas verhängen können. Sogar eine Maskenpflicht für Schüler ab Klasse 5 wäre möglich, obwohl Corona für die allermeisten Kinder ungefährlich ist. Die Länder können selbst entscheiden, ob sie für frisch Geimpfte und kürzlich Genesene Ausnahmen von der Maskenpflicht erlauben oder nicht. Die Länder könnten auch die zweite Stufe zünden, wie die Pandemielage es notwendig macht, sagt Karl Lauterbach jedenfalls vor knapp einer Woche. Dadurch möglich, Personen, Obergrenzen, Restaurants, Kneipen, Kinos und so weiter und so fort. Ja. Eigentlich ganz einfach. Ich wollte es erst nicht glauben. Ich habe dann nachgeguckt. Hier tatsächlich Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und ja, hier. So hat man es in diesem Fall ausgedrückt. Informieren Sie sich über die vor Ort geltenden Regelungen auf den Webseiten der Landesregierung Ihres Aufenthaltsorts oder auf den Webseiten des zuständigen Gesundheitsamtes. Naja, jetzt können wir ja überlegen. An sich ist es ja ganz einfach, was passieren kann. Je nach Land kann jeder sagen, oh, da setzt man noch einen drauf und kann sich ausspinnen, wie er will. So einfach ist das. Und jetzt mal eine Wette. Ich wette, in den Ländern, wo die PISA-Studie immer die schlechtesten Ergebnisse gezeigt haben, werden die blödesten Maßnahmen kommen. Aber es ist durchaus möglich, da wo die besten PISA-Studien gemessen wurden, Bayern und Sachsen, da wird man extra draufhauen, damit man die Leute dort klein hält. Naja, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber wie gesagt, nicht rummeckern oder was auch immer. Ne? Also lasst die armen Regierungsmitglieder in Frieden, die machen doch nur ihren guten Job. Ja, und so weiter und so fort. Ich sage trotz alledem, Bildung hilft. Also nicht die Bild-Zeitung hilft, aber Bildung hilft, um sich zu informieren, um selber entscheiden zu können, was richtig und was falsch ist. Na dann. Ach so, noch eine Kleinigkeit. Mir wurde ja vorgeworfen, weil ich gesagt habe, schwurbeln. Nee. Hätte ich, und da wurde sogar Adolf Hitler mit eingeblendet. Ich hatte gesagt, schwurbeln. Hätte ich das so wie Hitler gemacht, hätte ich gesagt, schwurbeln. Habe ich aber nicht. Blödsinn. Naja, gut. Also, bin mal gespannt auf eure Kommentare. Bis dann. Tschüss, tschüss.